zu unserer Veranstaltung heute. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ingrid Dröger-Gordon. Ich leite die Kulturabteilung der Stadt und bin für die Stadt auch im Kuratorium für 2016. Das Kuratorium, das alle Projekte und Veranstaltungen für dieses Jubiläumsjahr vorbereitet, kuratiert, aussucht, organisiert. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn es Projekte gibt, die in der Stadt stattfinden, die mit der Stadt eine Kooperation haben oder die in einer unserer Institutionen stattfinden. Und besonders diese Gesprächsreihe, die 2016 hat in der Grundkonzeption sich in der Überlegung, wo gehen wir mit diesem Jubiläum hin, drei Fragen gestellt. Und diese Fragen waren: Woher kommen wir? Wer sind wir und wo gehen wir hin? Also wirklich eine Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit, mit unserer Gegenwart und mit unserer Zukunft. Und diese Diskussionsreihe Salzburg bist du großer Töchter sagt oder nimmt Stellung dazu, wer wir sind und beschäftigt sich vor allem mit weiblichen Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, Politik, Sport, Kultur, Wissenschaft und stellt sie ins Bild und zeigt, welchen Beitrag Frauen zum Geschick dieses Landes, zum Geschick dieser Stadt leisten. Und das freut mich natürlich ganz besonders. Und es freut mich, dass Sie heute hier sind, Frau Kronberger, weil Sie, ich muss noch dazu sagen, unsere Abteilung ist auch zuständig für den Sport, weil Sie jemand sind, der nicht polarisiert zwischen Sport und Kultur, sondern Sie selber mit Ihrem Lebensweg haben es wunderbar geschafft, sportliche Spitzenleistungen zu erbringen und trotzdem eine Verbindung durch Ihr Studium, durch Ihre Interessen zur Kultur herzustellen. Und ich glaube, ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch, wo wir ein bisschen tiefer auf Ihren Werdegang eingehen werden. Ich freue mich, dass Sie hier zu Gast sind und darf Sie noch einmal alle sehr herzlich willkommen heißen und wünsche Ihnen einen schönen, interessanten Abend. Dankeschön. Ja, Frau Magister Dröger-Gordon, vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Danke für Ihre Grußworte. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie im Namen des Salzburger Bildungswerkes ganz herzlich begrüßen. Bei dieser Reihe Salzburg bist du großer Töchter. Mein Name ist Brigitte Singer, ich bin im Salzburger Bildungswerk zuständig für den Bereich Frauenbildung und darf die Gesprächsreihe mit Herrn Kerbler begleiten. Bildung lebendig machen ist unser Motto und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute Abend hier erschienen sind. Anlässlich eben dieses Jubiläumsjahres 2016, 200 Jahre bei Österreich, findet heute hier im Rahmen dieser Reihe bereits die fünfte Veranstaltung statt. Diese Reihe ist ein gemeinsames Projekt von Herrn Kerbler und dem Salzburger Bildungswerk und es wird zu Gesprächen in allen Bezirken, in fast allen Bezirken des Landes Salzburg kommen und auch der Stadt. Petra Kronberger, herzlich willkommen, auch von meiner Seite, ist heute Abend hier zu Gast. Und dafür will ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit, für Sie als Vorbild und erfolgreiche Sportlerin, für Ihr Engagement und auch für Ihre mutigen Entscheidungen. Frauen im Sport, das bedeutet in vielen Disziplinen nicht annähernd so wahrgenommen zu werden wie die männlichen Kollegen. Allerdings bedeuten diese sportlichen Leistungen unglaublicher Verzicht und Ehrgeiz und für sportliche Erfolge wirklich zu brennen. Das hat kein Geschlecht. Eine Olympiamedaille ist nicht rosa oder hellblau, sondern Gold für alle. Erfolg und Ruhm, privates und öffentliches, diese Pool erkennt jeder und jede Sportlerin. Tatsächlich ist das die Grundlage für viele Menschen, diese Role Models zu bewundern. Darum ist es ja auch so wichtig, dass Frauen in allen Positionen zu finden sind und auch so spannend, welche Menschen hinter diesen Erfolgen stehen, hinter diesen Taten, Ideen, Visionen und Lebenswegen, die wir ja oft von außen nur in Blitzlichtern wahrnehmen. Ja, heute bekommen wir einen Einblick in diese außerordentlichen Frauenleben 2016 mit Frau Petra Kronberger. Danke Herrn Kerbler, der es in außergewöhnlicher Weise versteht, uns an fesselnden Gesprächen teilhaben zu lassen, haben wir diese wunderbare Gelegenheit heute Abend. Ich darf Sie bitten,
herauszukommen und zu beginnen. Wir freuen uns auf dieses Gespräch. Dort, wo die Blumen stehen. Ja, herzlich willkommen, Petra Kronberger. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es schneit Gott sei Dank nicht. Aber ich habe mir gedacht, es gibt so viele Einstiegsmöglichkeiten in dieses Gespräch. Ich versuche es mal wirklich mit der Bitte, dass Sie sich ein Stückchen zurückbeamen in Ihrem Leben. 1972. Da hat man sich das erste Mal auf die Ski gestellt im Winter und irgendwie haben sie sich dort so bewegt auf der Piste oder am Berg, dass man gemerkt hat, irgendwie sie ist auf die Welt gekommen mit den Bretteln, die Welt bedeuten. Wann ist sozusagen die Idee gekommen, wahrscheinlich nicht, wie Sie drei waren, wann ist die Idee gekommen, aus dem Talent einen quasi Beruf zu machen? Wer hat Sie gefördert? Ja, ein bisschen Mikro. Ja. Ja, genau. Also zuerst auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Und herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und schön, dass ich wirklich einmal die Gelegenheit habe, mit Ihnen Gespräch zu führen. Das ist echt Danke. Eine tolle Geschichte. Auf Ihre Frage zu kommen, also ich bin tatsächlich nicht mit den Skiern auf die Welt gekommen, ich habe mich bei meiner Mutter erkundigt. Ich bin wirklich, wie ich dann die Ski bekommen habe, immer sehr gern gefahren und für mich war das Freiheit, für mich war das eine gewisse Wildheit und es war so ein natürlicher Drang, auch Rennen zu fahren. Die ersten Kinderrennen waren mit 6 Skiclub-Meisterschaften. Was mich damals einfach wahnsinnig fasziniert hat, waren die Pokale. Also das ist mein Antrieb. Und mit 8 Jahren war es dann so, dass von der Skifirma Blitzert jemand geschickt worden ist in die Region nach Werfenwengen, wo ich aufgewachsen bin, die ersten 8 Lebensjahre, der sich mal die Talente anschauen hat sollen. Und von den ganzen, die da vorgefahren sind, hat er dann zu meinen Eltern gesagt, ihr Kind würde man gern fördern und wir würden ihnen gerne die Ski geben. Und meine Eltern waren damals sehr froh, weil sie gerade Haus gebaut haben und nicht sehr viel Geld gehabt haben. Und er hat noch gesagt, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass sie Weltmeisterin wird, aber sie hat Talent. Und so hat sie das dann entwickelt. Und dann so mit 10 Jahren beginnt sie dann das Rad von selber zu drehen, wenn man immer wieder die Leistungen erbringt, weil dann muss man sie bei den Kinderausscheidungsrennen gut präsentieren, dann kommt man ins Landeskader und mit 15 bin ich dann in den ÖSV gekommen und österreichischer Skiverband und dann hat es seinen Lauf genommen. 1972 das erste Mal auf den Skiern, 20 Jahre später, 1992, war es dann nicht nur die Meisterschaft, sondern es war eine besondere Meisterschaft. Ich glaube, es war damals die ersten 2 Goldenen. War das Calgary schon? 92? Calgary war 88. Das war 88 ja, schon. 92 ja. War Albertville. Albertville, genau. Genau. Ja, ja. Und das war, da waren Sie 2-mal Olympiasiegerin. Genau, genau, ja. Also diese 20 Jahre waren Schwerarbeit? Also die ersten 10 Jahre oder die ersten 7 Jahre, wenn ich jetzt von 72 wegrechne, ich bin 69 geboren, waren also schon eine sehr schöne Zeit mit wenig Schwerarbeit.
Also da habe ich einfach Kind sein dürfen und den Sport, den ich geliebt habe, so ausüben dürfen, wie ich das wollte. Und ich bin unterstützt worden. Das Einzige, was schlimm war für mich, da, wie ich mit 8 Jahren das erste Mal mit einem Kurs vom Landeskader, normalerweise hat man mit 8 das noch nicht machen können, da war man noch zu jung, aber ich habe da mitfahren dürfen und da habe ich extrem Heimweh gehabt. Das war Schwerstarbeit. Aber ansonsten waren das eine wunderschöne Zeit. Mit 10 bin ich dann ins Internat gekommen, nach Bad Gastein in die Skihauptschule und Landeskader und von da an war es dann schon Schwerstarbeit oder war es schon eine sehr harte Zeit, großteils, muss ich sagen. Hat es eigentlich damals schon einen Unterschied gegeben, wie Männer und Frauen im ÖSV trainieren, nämlich nicht nur was physisch das Training angeht, sondern auch hat sowas wie mentales Training damals auch schon gegeben? Bei uns ist es so eher in den Kinderschuhen gewesen und hat sich allmählich entwickelt. Ich glaube, ich bin dann schon 17, 18 gewesen, wie man so das erste Mal von einem Mentaltrainer gesprochen hat. Aber mit einem Auge hat man immer zu den Skispringern geschielt, so zum Willi Dungl, Baldur Breimel, genau, danke. Das habe ich jetzt verwechselt. Mhm. Genau, aber der Willi Dungl hat, glaube ich, ernährungsmäßig das unterstützt. Und die sind da ja weit voraus gewesen. Bei uns hat man halt einmal so musikalische Reisen gemacht ins Innere und so. Und was auch toll ist, wenn es jemand anspricht, aber ich bin da viel zu unruhig gewesen. Ich hätte da was anderes gebraucht und habe es nicht gefunden. Ich weiß aber, eine Kollegin von mir, die hat es dann mit Hypnose probiert und so hat man halt dann Verschiedenes ausprobiert. Und leider war das auch nicht so etabliert wie heutzutage. Da ist ja einiges schon, wie man so im Jargon, im Dialekt sagt, Schindluder getrieben worden. Ja. Meditieren wäre nicht Ihres gewesen? Ja, ich weiß es nicht. Es gibt ja hunderttausende verschiedene Meditationsarten. Ich glaube schon, dass was dabei sein hätte können, wenn es das Richtige gewesen wäre. Die Frage des Erfolges hängt ja, weil Sie vorher Blitzart gesagt haben, wir machen ja keine Schleichwerbung. Gibt es den eigentlich noch? Nein, ich glaube, der ist in Konkurs gegangen irgendwann. Ne? Blitzart gibt es noch. Gibt es noch. Gut, dann wollen wir ihm ein langes Leben wünschen. Aber die Frage ist doch, wie gut ist es, wie gut bin ich und wie gut ist das Material? Wie gut sind die, die die Ski wachsen, die die Bindung einstellen, die den richtigen Ski aussuchen? Haben Sie damals mitreden können, auf welchen Skien Sie da, wurscht ob Slalom oder Abfahrt oder Riesenslalom, draufsteigen und runterfahren? Oder war das junge Frau, Sie steigen da jetzt drauf und fahren runter, das ist was Besseres, gibt es eh nicht? Oder haben Sie geachtet darauf, auf das Material? Also ich bin, und mitgeredet? Ja, ich bin eher so der Rennläufer-Typ gewesen, der sich nicht so viel Gedanken gemacht hat, weil ich war mit so vielen Dingen beschäftigt, dass ich mich jetzt nicht nur aufs Material so fokussiert hätte. Und für mich war immer so dieses im Kopf, also ich glaube, ich kann auch, wenn es sein will und wenn ich das wirklich so ein Talent habe, dann kann ich auch mal mit einem bisschen am schlechteren Material relativ gut fahren. Ja, für ganz vorn langt es vielleicht nicht, aber ich kann zumindest schon mal mein Talent abrufen. Ab und zu habe ich mitgeredet, aber nicht viel. Ich muss sagen, das Vertrauen in die Serviceleute war sehr groß. Mhm. Ich habe mir nicht sehr viel Gedanken gemacht und habe mir gedacht, ich werde schon das kriegen, mit dem ich dann auch gut fahre. Nur nicht zu viel drüber nachdenken? Ja, also weil die Gefahr ist einfach da, dass man sich zu sehr dann in das hineinsteigert. Mhm. Und eigentlich vergisst auf das Wesentliche. Man kann sich dann alles Mögliche einreden, ja, dass das nicht gut ist und da gehört noch was dran und da noch was nachgestellt. Aber das ist ja eigentlich die Aufgabe vom Servicemann. Und wenn der schon Erfahrung mitbringt oder
schon bewiesen hat, dass er gute Ski macht, dann glaube ich, oder das war so meine Devise, dann brauche ich mir jetzt nicht mehr so viel Gedanken machen. Also der Kopf ist einem im Weg. Kann sein, kann schon sein. Also bei mir war es jetzt nicht so die Gefahr. Sie reden dauernd vom Servicemann. Servicefrauen hat es keine gegeben? Nein, hat es keine gegeben. Okay, gut. Hätten wir das geklärt. War der größte Gegner eigentlich nicht die Frau, die vor Ihnen und nach Ihnen fährt, sondern die eigene Angst? Oder gibt es das auch nicht? Wann darf man nicht an den Start gehen? Ja, wenn man seine Angst nicht mehr verdrängen kann, dann sollte man nicht mehr an den Start gehen. Aber jetzt habe ich vor kurzem mal gehört, dass derjenige oder diejenige die couragiertesten sind, die am besten mit der Angst umgehen können. Also ich war eine lange Zeit wirklich eine wilde Hen, wo ich mir einfach nichts gedacht habe. Ich bin da runter, zwischen die Bäume durch und ich weiß nicht was. Also wirklich. Aber so ab 19, 20 Jahren, da ist dann schon schleichend die Angst mitgekommen. Wovor? Vom Sturz? Vom Sturz, vor Verletzungen. Genau. Also ich bin halt mit dem Zug mit meiner Frau herausgefahren nach Salzburg und ich habe dann versucht, mir vorzustellen, wie das ist, wie wir über 120, 130 Kilometer mit der Bahn natürlich gefahren sind und dann waren es 200 und dann waren es 220 und dann habe ich mir gedacht, wie schnell ist Petra Kronberger, mit welcher Geschwindigkeit sind Sie damals ins Tal gefahren? Wo ist der Grenzwert, wo man sagt, bitte mehr ist einem mental Menschen nicht zuzumuten? Grenzwert kann ich jetzt schwer sagen, weil ich glaube, so die höchsten Messungen, die bei uns in unserer Zeit gemacht worden sind, waren so 140 km/h. Ich glaube, auch mit 100 km/h, wenn man da irgendwo aufgekracht, kann so viel passieren. Also wo ist die Grenze mit 50 km/h, wenn es blöd zugeht? Da darf man nicht drüber nachdenken, weil sonst darf man den Sport nicht ausüben. Und wenn man zu viel nachdenkt, ist es wirklich besser, man hört auf. Mhm. Ja. Aber Geschwindigkeit kann einem ja auch aufladen. Also schnell fahren, ich will jetzt nicht die Männer hier in der Runde fragen, wie es mit dem Schnellfahren ist, mit dem Auto zum Beispiel. Wann, wenn man den Abschwung auf der Ziellinie macht, wann war das Gefühl besonders stark? Also wo Sie gemerkt haben, auch an der Reaktion des Publikums, das war jetzt klasse, so wie ich gefahren bin. Nämlich auch, das übersieht man ja immer, dass es auch eine gewisse Eleganz hat, dass es auch schön ist, wie man die Linie zieht ins Tal. Also wenn beides stimmt, nämlich die Zeit und wie man es ins Tal geschafft hat. Genau, und ich war nicht so der Typ, der jetzt so einen Geschwindigkeitsrausch braucht hat oder sich daran so erfreut hat. Es war wirklich so diese langen Schwünge bei der Abfahrt zum Beispiel eben. Und wenn man dann das richtig auf einer Kante so rüberziehen hat können, wenn man den Ansatz vom Schwung ganz richtig erwischt hat, wie man das besichtigt hat, oder noch besser, weil man die Geschwindigkeit während der Fahrt so gut abschätzen hat können und dann den Ansatz richtig erwischen und dieses Spielen mit dem, wann lasse ich wieder los, den Schwung und wo muss ich noch ein bisschen draufdrücken, das ist faszinierend und das ist immer wieder anders und erfordert sehr viel Gefühl und ist, man muss so im Jetzt sein, das war toll. Ja. Und mit dem Material heutzutage, bei uns hat es noch keine Carving-Ski gegeben, ist es, also heutzutage ist es noch schöner, ja, weil einfach von der Teilierung her kannst du noch besser am Schwung draufstehen, am Ski draufstehen. Wann sind Sie denn das erste Mal zu einer Heldin geworden?
Wann war Ihre... Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin, weil das vorher im Trailer gelaufen ist, auch ein Stück Vorbild geworden. Ich habe jetzt was erreicht, das kann man an der Medaille oder an den Medaillen messen. Sie waren die Erste, die in allen 5 Disziplinen am Stockerl gestanden ist, also gewonnen hat. Also eine besondere Leistung erbracht hat. Man sieht ja immer nur, wenn man am Stockerl steht, wie viel Arbeit, Schwerarbeit habe ich es vorher genannt, dahinter steht, auch wenn man nicht am Stockerl steht, sieht ja niemand. Wenn Sie, wo Sie das, Sie gedacht haben, ich habe mein Ziel erreicht. Ja, I'm proud, also ich bin stolz auf mich selber, dass ich das geschafft habe. Egal, was die Zeitungen schreiben, es ist völlig wurscht, ich habe mein mir selbst gesetztes Ziel erreicht. Und das gibt mir Kraft und Motivation und Schwung. Also das war sicher damals der Fall, als ich den ersten Weltcupsieg gefeiert habe. Da habe ich so für mich das Gefühl gehabt, ja, jetzt, es hat sich alles ausgezahlt, jetzt habe ich es erreicht. Und das war wirklich ganz, ganz ein tolles Gefühl. Das Interessante war, dass dann... ich habe mir gar nicht mehr so viel Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, wow, toll, ich habe es erreicht und alles, was jetzt kommt, schauen wir mal. Und das war aber war eine Doppelabfahrt und ich habe die erste Abfahrt gewonnen. Und wirklich, noch am selben Tag, wo ich meinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert habe, sind dann gewisse Journalisten hergekommen und haben mir vorgerechnet, ja, und wenn ich jetzt die zweite Abfahrt auch noch gewinne, dann bin ich die sechste, die Doppelabfahrt gewonnen hat und so weiter. Und dann ist das eigentlich schon losgegangen, die Rechnerei, an die ich gar nicht so gedacht habe. Mhm. Das ist das eine. Und das, was mir wirklich auch sehr, abgesehen von, dass ich so das Glück gehabt habe, Weltmeisterin zu werden, Doppel-Olympiasiegerin, wovon andere nur träumen können und das auch noch in kurzer Zeit. Aber was für mich ja wirklich so ganz was Besonderes war und ist, ist das, was Sie erwähnt haben, eben die erste Frau mit Siegen in allen Disziplinen. Mhm. Ja. Jetzt haben Sie ein wichtiges Wort gesagt, nämlich Glück. Man kann hart trainieren und braucht trotzdem auch Glück. Welche Materialität hat Glück, dass das Wetter passt, dass der Wind von der richtigen Seite kommt, dass kein Nebel ist oder dass die Piste gut präpariert ist? Oder was ist Glück in dem Fall? Ja, alles, was Sie gesagt haben und dann noch das Stückel Immaterielle dazu. Mhm. Also man kann es nicht beschreiben. Vielleicht ist der Lebensplan... Die Konkurrentin einen Föller macht? Oder? Das gehört alles dazu, ja. Ja, weil es muss ja genau auf dem Tag X passen und das hat man ja nicht wirklich in der Hand. Also das ist halt meine Meinung. Mhm. Ja. Wie Sie 72 auf den Skien gestanden sind und die Eltern dann, wie Sie 10 waren, gesagt haben, ja, wunderbar, die Ski vom wunderbaren Hersteller Blizzard, waren die Eltern immer dafür, dass Sie das jetzt sozusagen professionell angehen? Haben die Ihnen immer die Daumen gedrückt? War da auch manchmal Sorge dabei, dass Sie sich eh nichts tun? Oder waren die immer mit bei den großen Rennen? Die waren nicht immer mit. Ich meine, wie damals die Heim-WM war, in Saalbach-Hinterglimm waren es beide vor Ort. Ansonsten ist, wenn dann eher mein Vater mitgefahren. Der hat mir auch das Skifahren beigebracht. Der ist selber ziemlich wild durch die Gegend gefahren. Es hat ihm wirklich Spaß gemacht. Und wie er dann gesehen hat, dass er in seiner Tochter eine Kollegin oder eine gefunden hat, die das auch gern macht, hat er das auch gefördert und ist mit mir gefahren. Und er hat mir dann anfänglich ja immer die Ski gewechselt. War ja um 5 Uhr schon im Keller und jetzt das ganze Haus hat von Wachs gerochen. Und dann ist er wieder rausgegangen und hat geschaut, ja, wie warm oder kalt ist es, braucht man das rote oder das blaue oder das gelbe Wachs und so weiter. Also da hat er mich wirklich sehr unterstützt. Aber es war sicher auch
viel, vor allem je älter ich geworden bin, Sorge dabei. Weil sie haben schon immer wieder gesagt, wenn es einmal nicht so gut gelaufen ist, Hauptsache du bist gesund wieder daheim. Das Jahr 1972 war ein besonderes Jahr in Österreich. Ich kann mich deshalb daran erinnern, weil ich damals in Wien gestanden bin und plötzlich in ein Riesenaufgebot von Polizei gekommen bin. Und dann habe ich nicht gewusst, was passiert da eigentlich. Ich habe es nicht wahrgenommen, bis ich gemerkt habe, weil einer gesagt hat, der Karli kommt jetzt. Es war der triumphale Einzug des Karl Schranz, der von Avery Brundage damals in Sapporo, weil er bei einem Benefiz, würde man heute sagen, bei einem Benefiz-Fußballspiel mit einem Leiberl gespielt hat, auf dem eine Kaffeemarke drauf war, ausgeschlossen hat. Das Diktum war, es sind die Amateurregeln der Olympischen Spiele verletzt worden. Herr Schranz, Sie können wieder heimfahren. Und das hat den, meiner Erinnerung nach, gar nicht so geliebten Karli Schranz auf die erste Stelle in der Beliebtheitsskala katapultiert. Und der damalige Sportminister namens Fred Sinowatz hat Karli Schranz also vom Flughafen bis in die Stadt, bis zum Bundeskanzleramt, der Bundeskanzler hieß damals Bruno Kreisky. Also Sport wird auch politisch instrumentalisiert. Ich kann mich noch genau erinnern, mein Ex-Kollege Seeger war damals eher unglücklich, wie viel oder wie leicht es ist, Menschen zu mobilisieren, zu politisieren. Darf ich Sie fragen, waren da wirklich 100.000 am Heldenplatz? Ich habe es nicht gehört, aber es war vielleicht auch mehr. Ja? Also es war, die Stadt war zu. Also das stimmt, sagt. Die Zahl. Ja, ja, ja. Also, ja. Wir waren eine Familie. würde ein berühmter österreichischer Kabarettist sagen. Das war die, damals wirklich war wie im Ausnahmezustand. Das, das war der 8. Februar 1972. Diese Politisierung oder die Instrumentalisierung des Sports aus durch die Politik. Jetzt redet man nicht über Schmiergeld, über Bestechung im Fußball, wo auch immer. Aber bis zum Bürgermeister, der sich gern mit seinen Sportlern aus dem Ort, das ist ja noch harmlos, fotografieren lässt. Wie kann man verhindern diese Instrumentalisierung? Kann man sich dem entziehen? Paul, also ich glaube, dass man sich nicht ganz entziehen kann, weil man, wenn jetzt bei der Gemeinde anfängt, zum Beispiel schon sehr viel zu verdanken hat. Mhm. Also wenn ich nicht in Werfenwengen geboren wäre und wenn ich nicht dort Skifahren gelernt hätte und wenn ich nicht die Unterstützung vom Skiclub gehabt hätte und sicher auch von der Gemeinde oder im Pfarrwerfen dann, wie meine Eltern und ich nach Pfarrwerfen gezogen sind, wäre vieles auch nicht möglich gewesen. Aber klar kommt es dann auch vor, dass man auf einmal mit, und die Bürgermeister habe ich gekannt, die waren mit Leib und Seele dabei, also das war durchaus in Ordnung, aber natürlich findet man sich dann auch schon immer wieder mal mit Politikern auf ein Foto, dem man vorher die Hand drückt vor dem Foto und nachher auch wieder und das war es dann, wo ich mir schon denke, muss das jetzt wirklich sein? Also, aber trotzdem, man kann sich da dem kaum entreißen. Kann mich noch genau erinnern, weil damals, also der Karl Schanz hat diesbezüglich wirklich was in der Sportwelt verändert, nämlich die Frage nach dem Sponsoring, nach dem Sponsor. Das war damals nicht möglich. Heute ging das also Sport oder Spitzensport, sagen wir mal so, ohne Sponsoren, hätte es funktionieren? Ich glaube nicht, die Sponsoren sind ganz wichtige Partner, sowohl für einen Verband selber als auch für die einzelnen Sportler. Mhm. Ja.
Und zwar jetzt egal, ob das jetzt Ski ist oder ob das Fußball ist. Es gibt eigentlich keine Sportbereiche, ja vielleicht die, die im Schatten der großen Alpindisziplinen stehen, also die Langläufer, die haben sie auch, also diese Disziplinen tun sie wahrscheinlich ein bisschen schwerer, ne? Genau, es gibt genug Sportarten, die sich schwer tun, einen Sponsor zu finden und die es aber dringend bräuchten. Die in Ihrer Erinnerung die schönsten Siege, gibt es da überhaupt eine Skala, wo Sie sagen würden, an den Erfolg denke ich am liebsten zurück, oder das ist ein Stück, wo das bin ich, da war ich 100% mit mir zufrieden? Also ich war immer zufrieden, wenn ich gut gefahren bin, wenn ich am Stockerl gestanden bin oder eben gewonnen habe. Aber der erlösendste Sieg, also das war einerseits der erste Weltcupsieg, dann natürlich bei der Heim-WM, das war schon eine tolle Geschichte, aber das ist einfach nur weitergegangen. Die WM hat erst angefangen gehabt, man hat sich weiter konzentrieren können. So gesehen, der erlösendste Sieg war wirklich jener im Slalom in Albertville, das war die letzte Disziplin von den ganzen Olympischen Spielen. Und da ist irgendwie ganz, ganz viel abgefallen und das hat mich so befreit von allem und ich bin sehr, sehr dankbar, dass das so passieren hat dürfen. Ne? Lernt man eigentlich, ob jetzt durch mentales Training oder anders, wie lernt man mit Niederlagen umzugehen? Ja, im Laufe der Zeit lernt man sehr viel mit Niederlagen umzugehen und manche können es halt generell etwas besser. Die haben schon diese Reife, die sie mitbringen und sagen, oh, das war, das kann man nicht mehr rückgängig machen und es geht weiter. Und dann gibt es halt auch den Typ, der eher noch dem Ganzen nachhängt und noch trauert und sie selber Vorwürfe macht und das kostet natürlich wahnsinnig viel Energie. Man kann aber nichts rückgängig machen, es bringt eigentlich auch nichts, aber beeinträchtigt dann das, was vorne liegt. Und ich glaube, wenn man das überrissen hat, ja, dass man so drüber stehen kann und sagen, okay, ich analysiere das jetzt nochmal, warum ist schlecht gegangen und ich erlaube mir jetzt einmal ein, zwei Tage traurig zu sein, aber dann geht es einfach weiter und Skifahren ist nicht alles, es gibt so viel mehr im Leben und ich bin immer noch gesund, ich kann weiter das versuchen, dann hat man viel gewonnen. Wie war die Kommunikation innerhalb der Mannschaft? Redet man über Gewinnen und Verlieren und hat man Stütze? Haben Sie Stütze von anderen? Haben Sie jemanden anderen von den Frauen Stütze gegeben, waren die einmal traurig war, weil Sie das jetzt gerade gesagt haben? Ja, man redet schon untereinander oder man fährt ja so viele Antennen aus überall. Man spürt ja, wie gerade die Lage ist und die Situation. Und man lernt dann mit der Zeit zu wissen, wann braucht jemand eine Zusprache und Zuspruch, genau. Und wann ist besser, wenn man diejenige in Ruhe lässt? Aber es spielt sich schon sehr viel hinter den Kulissen ab, was man so als Fernsehzuschauer nicht mitbekommt. 20 Jahre zwischen 72 und 92, 28. Dezember 92, Sie haben irgendwie die Reißleine gezogen. Und haben sich hingesetzt und gesagt, ich möchte euch sagen, ich höre jetzt auf. Mitten in der Saison, wenn ich richtig recherchiert habe, hat es keiner gewusst, sie haben es keinem gesagt. Sie haben sehr gut recherchiert. manche waren nahe der Ohnmacht. War das die einzige mögliche Exit-Strategie? Es niemandem zu sagen, aber man sagt, ich habe mich jetzt zu diesem Entschluss durchgerungen und ich lasse mich davon nicht abbringen. Ich ertrage es nicht mehr. Weil das war es ja wohl, dass sie es nicht mehr ertragen haben. Ja, genau. Ich habe einfach nicht mehr die Kraft gehabt
physisch, psychisch, und dann wird es wirklich sehr gefährlich. Da sind wir wieder bei der Angst. Ich habe schon immer wieder mal Gespräche geführt, wie wäre es denn, wenn ich aufhören würde, aber dann wirklich so, jetzt höre ich auf, das muss man für sich selber entscheiden. Da kann ihnen niemand helfen. Natürlich habe ich meine Eltern zuvor involviert und ihnen das gesagt, aber auch von den Tränen, ich glaube, da hat mir es niemand wirklich glaubt und auch niemand so einschätzen können, wie ernst es mir wirklich ist. Und das war wirklich für mich der einzige Ausweg, so zu handeln. Würden Sie heute dazu, wenn man jetzt den Begriff kennt, sagen, es war ein Burnout? Ja, absolut. Und am 29. Dezember? Also genau dasselbe. Also ich hätte mich nicht umdrehen wollen. Das war schon der richtige Weg. Ich habe es nie bereut. Die Imagination, man stellt sich ja vor, wie wird es sein, wenn ich jetzt aufhöre? Wie war der Umstieg, also das gewohnte Umfeld, das einen ja auch über lange Jahre getragen hat, plötzlich rauszugehen und ein anderes, völlig anderes Leben anzufangen? Sie waren damals 23. Okay. Ja. Was haben Sie sich gedacht, was danach kommt, wenn Sie aus dem Tunnel heraus sind? Ich habe mir es selber nicht vorstellen können. Und ich hätte, es ist gut, dass man es nicht weiß, muss ich wirklich sagen. Ich habe nur gewusst, okay, so kann es jetzt nicht mehr weitergehen. Und ich habe, meine Mutter hat mir mal gesagt, dass ich gesagt habe zu einer, so in dem Sinn, eigentlich kann ich nicht aufhören und ich kann aber nicht mehr weiterfahren. Und so war das so ein Schwebezustand. Es war absolut nicht absehbar, was kommen wird. Und trotzdem habe ich eine Entscheidung und diese Entscheidung machen müssen. Ich habe mir dann halt gedacht, ja, ich würde ja gerne mal studieren. Aber dass das dann wirklich so ein Schnitt ist, ja, dass man weg ist von der Bühne, man ist einfach weg. Und ich habe selber meinen Teil dazu beitragen, weil ich habe die Türen auch hinter mir zugemacht. Ich wollte dann auch nicht mehr für irgendwelche Ausrüsterfirmen tätig sein oder kommentieren im ORF oder so. Weil das war vielleicht auch immer wieder der Antrieb, weil es für mich so spannend war, was bleibt übrig von dem ganzen Skifahren? Was bleibt übrig, wenn man das einmal auf die Seite schiebt? Und das war höchst spannend, aber auch sehr lehrreich und eine harte Zeit. Wann darf man nicht an den Start gehen? Also wenn man das jetzt vom Skifahren abkoppelt, als Grundhaltung, ich frage Sie das später nochmal. Die Frage, Sie haben dann die Matura nachgemacht und dann zu studieren begonnen? Kunst. Kunstgeschichte, Germanistik. Sie waren ja dann hier in der Stadt auch tätig. Sie haben auch Führungen auf die Feste Hohe Salzburg gemacht, Führungen in der Stadt, nicht gern gesehen von den Fremdenführerinnen, wurscht, wie auch immer. Das normale Leben, wie lange hat die Metamorphose gedauert, dass Sie sich das erste Mal just for fun auf die Ski gestellt haben und gefahren sind? Das hat sehr lang gedauert, 5, 6 Jahre. Also ich bin zwar Skitouren gegangen, das war ein anderer Zweig des Skifahrens, aber so richtig dann wieder auf der Piste, sicher so. Naja, ich bin zwischendurch einmal genau ein Skilegendenrennen gefahren in Amerika. Das war so mal ein Einschub, ein kleiner, 96, aber dann hat es auch wieder gedauert, bis dass ich richtig gern wieder so frei Ski gefahren bin. Aber ich möchte noch was dazu sagen, weil Intendant Fritz, also frühere Intendant vom ORF Salzburg, da war der Fritz Urban, der hat mir ermöglicht, dass ich
ein Praktikum beim ORF machen habe dürfen, gleich nachdem ich aufgehört habe zum Skifahren. Und das war ungemein hilfreich, dass ich da irgendeinen Angelpunkt gehabt habe, an halt eine Perspektive und ja, schauen, da kann ich jetzt was lernen. Und ORF hat mich immer interessiert, wie das zugeht so hinter die Kulissen. Und ja, das war wirklich toll. Ja, der ORF ist schon ganz gut, weil die Gabi Burgstaller hat uns erzählt, bei meinem Gespräch mit ihr, dass sie sozusagen, sie ist ja in einem Haushalt aufgewachsen, der schwer ÖVP-dominiert war. Der Großvater hat den Bauernbund mitgegründet. Und im Schwarz-Weiß-Fernseher, der im Wohnzimmer gestanden ist, war das erste Mal Bruno Kreisky. Also die Sozialdemokratie ist sozusagen das erste Mal über den Bildschirm, also sprich über den ORF begegnet. Gut, soviel zur Sozialisationswirkung des ORF. Die Frage, die aber daran anschließt, Sie haben ja wohl eine Zeit lang jetzt Kunst studiert und Sie haben das abgeschlossen und so weiter, aber wie ist Ihr, weil Sie gesagt haben, 5-6 Jahre hat das gedauert, wie hat sich Ihr Verhältnis zum Sport verändert, zum Spitzensport auch, wenn man mal draußen steht? Wie sieht man diese Maschinerie dann? Ich habe mir nämlich gedacht in der Vorbereitung, es wäre interessant, wir wissen ja alle, Sie sind jetzt seit Jänner im ÖSV Ansprechpartnerin für Kolleginnen, die jetzt aktiv sind. Welchen Blick kriegt man auf so eine Maschine wie zum Beispiel den ÖSV? Ich habe Sie vorher gefragt, und gab es eine Spezialistin, eine Kollegin, die Servicefrau, die Ihnen damals die Ski gewachsen hat? Wie ist das heute eigentlich? Gibt es schon Servicefrauen im ÖSV? Nein, gibt es noch immer nicht. Also, und es gibt fast nur männliche Trainer, aber wir haben eine weibliche Trainerin, die ist jetzt im Europacup. Mhm. Ja, und in der Journalistenszene gibt es auch einfach noch sehr viele Männer. Mhm. Das Klasse, was der Lebensweg von mir mitbringt, ist, dass ich wirklich den kompletten Abstand bekommen habe vom Skifahren, Spitzensport und dem österreichischen Skiverband und jetzt doch wieder dabei sein kann und das natürlich mit anderen Augen sehe. Das ist aber auch gut, denke ich, weil man sie bis zu einer gewissen Weise herausnehmen kann und immer auch den Blick von außen hat. Aber es wird sicher nicht so sein, dass ich dann dazwischen funke und sage, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das finde ich jetzt auch gar nicht gut oder so, weil die bemühen sie alle und es wird schon sehr viel geboten im österreichischen Skiverband und jeder hat ja seinen Weg. Mhm. Und ich habe auch meinen gemacht im Skiverband. Und jetzt gibt es andere Voraussetzungen. Das Leben auch im Skisport hat sich geändert, hat sich vieles auch verändert. Aber natürlich werde ich ja immer einen kritischen Blick haben und schauen, wo ist es bei uns schlecht gelaufen? Gibt es das jetzt auch noch? Oder was kann man verbessern? Und ich denke, je mehr Vertrauen dann auch die Läuferinnen haben zu mir, desto mehr kann man dann vielleicht ansprechen oder eventuell einmal was bewirken. Vielleicht kann man dem Herrn Schröcksnadel sagen, nehmen wir uns doch die Wiener Philharmoniker zum Vorbild. Die haben seit 1997 jetzt auch Frauen. Zwar nicht rasend viel, ich glaube 7 oder 8% Frauenanteil bei den Philharmonikern. Weil ich glaube, die Forderung nach einer Frauenquote beim ÖSV, das würde niemand. Auf der Hand meinen Sie. Also, ja, würde nichts bringen. Was mich nur interessieren würde, würde es etwas bringen, zum Beispiel im Frauenkader, wenn dort auch Frauen Betreuerinnen wären? Würde das qualitativ was verändern? Ja, man müsste es ausprobieren. Also, natürlich bringen die Frauen einfach was anderes mit. Das ist ganz klar. Bitte was? Die weiblichen Energien. Die weiblichen Energien.
Okay. Nein, ernst, ich meine das ernst. Ja. Ich denke mir, es ist eine andere Form der Betreuung. Ja? Ja, es ist eine andere Form der Betreuung, der Kommunikation, es ist eine andere Sensibilität dort. Und ich bin einfach der Meinung, es bräuchte beides. Ja? Mhm. Die Männer bringen genauso auch was mit, was die Frauen eben nicht haben können, ja, oder nur bis zum gewissen Prozentsatz. Und es braucht genauso auch Männer, die die Läuferinnen anspornen, sage ich jetzt, oder die schauen, dass sie noch ein Stück weiter gehen und noch ein Stück weiter, die eine gewisse Kraft ihnen auch mitgeben. Das kennen die Frauen auch, aber auf eine andere Art und Weise. Also gerade die Kommunikation und das Einfühlungsvermögen kann bei einer Frau besser sein, muss aber nicht. Also ich denke mir, Sie wären ja heute nicht in der Position beim ÖSV, oder vielleicht doch, wenn der Anna Fenninger nicht, ich weiß nicht, der Geduldsfaden, nennen wir es mal so vorsichtig, geplatzt wäre. Weil die war diejenige, die dann gesagt hat, entschuldigen, das ist ein Problem, ein Männerproblem. Also das sollte eigentlich geändert werden. Und es gab ja offensichtlich im Frauenkader, Sie müssen mir darauf nicht antworten, schon zwei, drei, die gesagt haben, wenn sich da nichts ändert, Papa und falls nicht, dann gehe. Und dann war ja plötzlich die Stimmung so, dass auch im ÖSV gesagt wurde, wir wollen nicht, dass Talente verloren gehen. Das war ja dann, Zitat Schröcksnadel, dann offensichtlich eine Stimmungsänderung, die dazu geführt hat, wir brauchen eine Frau, die ein besseres Verständnis und einen besseren Zugang zu Kolleginnen im Kader hat. Und die sitzt jetzt neben mir. Also es war so, dass die Anna so das Tüpfelchen am I war und dass Frauenbeauftragte die Position früher schon diskutiert worden ist. Aus dem heraus, weil Läuferinnen, die früh aufgehört haben mit großem Talent, manchmal zum Präsidenten selber gegangen sind, nachdem sie aufgehört haben und ihm erzählt haben, wie es ihnen ergangen ist. Da hat es schon angefangen, die Überlegung, was kann man da dagegen tun. Und der Präsident hat gesehen, wie ich arbeite, weil ich beim Organisationskomitee bei den Weltmeisterschaften 2013 war und hat dann in der Richtung überlegt, ob ich sowas dann machen könnte. Aber das war noch vor dem Fall Anna Veit, muss ich jetzt sagen, also ja. Fall, klingt nicht ganz zutreffend. Und dann war ihm das mit der Anna und dann war es für ihn klar, es braucht sowas, auch wenn es schwierig ist, sowas zu etablieren im Verband und auch nicht genau zu wissen, ja, was macht die jetzt dann wirklich im Verband, ja, was sind ihre Aufgaben, ist es möglich, dass die Läuferinnen das annehmen können, die Trainer damit umgehen und so weiter. Und ich finde es schon ganz toll, dass er sich dann doch diesen Schritt gewagt hat und dass man jetzt einfach auch mal ausprobieren darf. Also Sie sind sozusagen, die Erwartungshaltung ist Wunderwuzi, ne? Also Mentorin, Mediatorin, Klimaanlage, also alle möglichen Eigenschaften, um sozusagen die Leute ins Gespräch zu bringen, dass sie auch zu ihnen kommen, vertrauensbildende Maßnahmen setzen und. Das ist eine ziemliche Verantwortung. Es ist eine große Verantwortung und gerade am Anfang war das auch Stress. Aber mittlerweile habe ich mich da zurückgenommen, eben weil es so ausschaut, ja das und das und das und das muss ich können, bis ich davon zurückgeschalten habe und mir gedacht habe, ich bin jetzt einfach ich. Ja, ich habe denselben Weg gemacht, wie jetzt die Athletinnen den machen. Ich habe viel mitbekommen beim Skisport, ich habe viel Erfahrung gemacht, ich bin eine Frau. Ja, und das muss eigentlich fürs Erste schon mal genügen. Außerdem habe ich sehr viel auch dann in meinem zweiten Leben dazugelernt und mich sehr beschäftigt mit dem, was einen Menschen ausmachen kann. Und mit dem fange ich jetzt einmal an. Und wenn ich nicht mehr weiter kann, dann schaue ich schon, wen kann man dann dazu holen oder braucht es jemanden? Wen braucht es? Und dass dann die vielleicht oder hoffentlich von außen dann auch dazu kommen können. Aber das ist
alles eine Entwicklung und ich bin sehr gespannt, wohin die Entwicklung geht. Was macht denn einen Menschen aus, Frau Kronberger? Was meinen Sie? Ja, weiß ich. Ah, danke. Also ich glaube wirklich, dass wenn man, wie soll ich sagen, wenn man authentisch ist, wenn man das lebt, was man sich selber vornimmt, ohne darauf jetzt Rücksicht zu nehmen, insofern sind Sie für viele wahrscheinlich ein Vorbild. Am Höhepunkt der Karriere aufzuhören, aus welchen Motiven auch immer, aber selber da durchzugehen und zu sagen, ich kann nicht mehr, und auch dazu stehe ich, weil ich auf mein Selbst aufpassen muss. Ja, also insofern glaube ich schon, dass sie auch für viele, die jetzt bei den Aktiven im Kader sind, eine große Orientierungshilfe sind, wie sie sich auf ihre Professionalität heute, die Jungen nämlich, einlassen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie ein Vertrauensverhältnis aufbauen haben können zu den jungen Frauen? Also ich denke, dass es noch zu früh ist, das beurteilen zu können. Aber ich habe, das kann ich schon sagen, es hat schon einige sehr gute Gespräche gegeben und es fasziniert mich, welche tollen Persönlichkeiten die sind in jungen Jahren schon, welche zum Teil reifen Ansichten die haben und wie jede so einzigartig ist. Ja. Und das jetzt zu sehen, weil wie ich selber so drinnen gewesen bin, noch, da hat man so das Gefühl gehabt, man wird eh so über einen Kamm geschert und jeder hat denselben Trainingsplan und man muss so und so viele Tore fahren und so. Und was einen wirklich ausmacht, das hat fast keinen Platz nicht gehabt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mich wirklich einmal zu unterhalten, eine Stunde lang, und zu schauen und zu spüren, was macht der Läuferin aus. Und das finde ich sehr spannend. 20 Jahre zurück oder nach vor, je nachdem, Frage der Perspektive. Wenn Sie jetzt beurteilen müssten, was ist der größte Unterschied zwischen den Frauen damals, die im Kader waren, und den Jungen von heute? Schwer zu sagen. Zum Teil ist es ähnlich und zum Teil habe ich so das Gefühl, die sind vielleicht schon ein Stück reifer, als wir waren mit demselben Alter. Die durchschauen gewisse Dinge schon mehr. Mhm. Oder die haben einfach auch schon diesen Weitblick, dass sie sagen, ja, also ich gebe alles dafür, aber ich riskiere nicht mein Leben und es gibt einfach noch neben dem Skifahren auch was. So wie weit man das dann abschätzen kann und ob man dann das so justieren kann, dass man das immer im Griff hat, ist wieder eine andere Frage. Aber es hat mir kommt vor, zum Teil haben schon einen größeren Weitblick. Wie ist es mit der Selbstdisziplin? Also das war etwas, was man Ihnen damals, darf ich Ihnen vielleicht heute sagen, nachgesagt haben, hat, dass Sie sich unglaublich zurücknehmen, sich selber disziplinieren, aber uns nicht so leibend war und wirklich das volle Programm machen. Haben Sie das Gefühl, dass die jungen Frauen heute im Kader auch den Schweinehund gut dabei sind, den Schweinehund zu bekämpfen? Ja, das Gefühl habe ich schon. Ich staune immer wieder, welche Selbstdisziplin das sie haben und mit welcher Disziplin sie rangehen an das Training. Ich habe für mich gelernt, vor allem nach dem Skifahren, dass ich, also es manchmal oder vielleicht sogar öfter mal besser gewesen wäre, nicht so viel Disziplin zu haben. Einfach auch sie mehr Pausen und Ruhephasen zu gönnen, toleranter mit sich selber zu sein. Das habe ich erst nach dem Skifahrerleben
gespürt und lernen müssen. Und das ist ja gar nicht so einfach, dass man nicht mehr so perfekt sein muss. Haben Sie damals schon so gern gesungen? Hätte ich gern. Ja, also in der Volksschule habe ich Flöten gespielt und war halt bei den Sängerinnen dabei. Und das habe ich wahnsinnig gern getan. Und das hätte ich gerne neben dem Skifahren gemacht, aber da hat es irgendwie nicht funktioniert. Aber jetzt funktioniert es ja. Jetzt seit einiger Zeit schon. Ja, genau. Ich hab gestern ein Inserat gelesen, ein Chor sucht Inserat, Tageszeitung, perfekt gegendert, Chor sucht Sänger, Sängerin, Kirchenchor, fix, Stimmlage, Bass. Welche Stimmlage bevorzugen Sie? Bis zum Bass habe ich es noch nicht geschafft. Alt. Aber ich bin schon bei alt. Alt zwei sogar. Sie haben in der Traviata gesungen, im Chor. Ja, im Landestheaterchor, wo man so ein paar Aushilfen braucht. Die Leute haben nicht einmal gewusst, wer sie sind, als sie genommen haben. Ja, hoffentlich, ja. Ja. Nein, also woher die Liebe zum Singen? Ich weiß, Instrument spielen war nicht ihrs. Naja, ich habe Flöte gespielt und dann, wie ich die Matura nachgemacht habe, es war so ein musischer Zweig, da habe ich dann Gitarre gelernt, aber wie die Prüfung vorbei war, war das Gitarrespielen auch mehr oder weniger wieder vorbei, leider. Dann habe ich mal Klavier angefangen zu lernen. Also ich hätte schon auch, es hätte mir schon gefallen, wenn ich auch ein Musikinstrument spielen hätte können. Das Singen hat mich immer schon fasziniert und ich glaube, das habe ich von meiner Mutter, weil so diese seltenen Male, wenn wir zum Beispiel Schwarzbergbrocken gegangen sind, dann hat sie mir was vorgesungen oder wir haben gemeinsam was gesungen und das hat mir schon gefallen und dann halt auch in der Volksschule. Wir haben einen Lehrer gehabt, der das Musikalische sehr gefördert hat und das macht einfach viel aus, wie die Lehrer auf die Kinder zugehen und was sie ihnen lehren, ja. Das Chorsingen ist ihres? Ja, das ist total meins. Weil? Weil ich würde, also Solistin sein wäre wunderschön, weil da hätte man einfach eine wunderschöne Stimme, aber dann werden wir, man ist wieder ausgesetzt, so wie es eh beim Skifahren schon war. Tolles Licht, ne? Ja, voll. Voll schön. Bitte umdrehen. Ja. Es hat uns was gekostet. Und im Chor, da muss man sich, das ist wie ein Teamsport, man muss sich anpassen, ja. Man hat eben das Team um sich, es fällt nicht gleich auf, wenn man einen Fehler macht, man hat immer noch die anderen und ja, es ist wirklich meins, ja. Die Schlusssequenz aus der Traviata. Die Schmerzenswut, die mich durchwühlt, lässt nach in mir. Das Leben kehrt wieder, erfüllt mich mit wunderbarer Kraft. Ja, gewiss, ich werde leben. Toll. Was haben Sie sich denn so für die nächsten Jahre vorgenommen, außer singen? Ja, dass ich noch ganz intensiv leben werde. Aber nicht in die Politik gehen. Keine Sorge, nein. Ich glaube, das ist. Da bin ich nicht geschaffen dafür. Aber Sie bleiben uns erhalten. Inwiefern? Dass Sie in Salzburg bleiben. Ja, mal schauen. Also, die Wurzeln habe ich schon da. Aber mein Partner ist aus der Schweiz. Also, es zieht mich dann schon immer wieder in die Schweiz. Gut. wunderbarer Umstieg. Ich danke Ihnen. Ich wollte nämlich jetzt in den letzten 5 Minuten kurz über Heimat reden. Ich habe einmal mit dem Peter Handke ein Gespräch gemacht, der ist ja schon seit Ewigkeiten, wohnt er in der Nähe von Paris. Und wir haben so darüber geredet, was sein Anker ist. Und er hat gesagt, für ihn ist die Sprache Heimat geworden. Was ist für Sie Heimat?
Also Heimat ist sicher da, wo man seine Freunde hat. Und die Sprache ist, das kann ich gut nachvollziehen, ist für mich auch Heimat. Es geht aber auch um das Atmosphärische, wo man sich eben daheim fühlt. Und das kann... Hat das was mit Geborgenheit zu tun? Ja, ja sicher auch. Ja. Weil ich glaube, Heimat ist was anderes, als wir, wo man seine Wurzeln hat. Das ist für mich ein Unterschied. Wo man seine Wurzeln hat, das wird vorwerfend sein, Salzburg. Aber das muss nicht unbedingt dann auch die Heimat sein. Heimat ist wirklich so das Umfeld, das man sich aufbaut, wo man sich wohlfühlt, geborgen fühlt. Braucht Heimat eine Ortstafel? Nein. Heimat braucht ein Herz. Kann einem die eigene Heimat fremd werden? Glaube ich schon, ja, dass das möglich ist. Ist Ihnen das in den letzten 6 Monaten einmal so gegangen? Ein Fremdheitsgefühl? Ich möchte eigentlich... Sie schauen mich so wissen. Ja, an. Genau. Ich möchte nicht zu politisch werden. Ich frage Sie Antworten. Es ist ich frage es anders. Was macht Ihnen Sorgen? Also ich denke, generell geht es einfach darum, dass das, was in einem Land ist, ob das jetzt Österreich ist oder woanders, dass man das respektiert, so wie ich versuche, in anderen Ländern zu respektieren, was die Werte sind und die Sitten bis zu einem gewissen Grad und auch versuchen würde, die Sprache zu lernen, weil mich das einfach interessieren würde. Und ich glaube, über Sprache lernt man ganz viel vom Land kennen. So würde ich mir es jetzt auch erwarten, dass das dann umgekehrt ist. Ja. Und ich denke aber, dass das, wenn das dann passiert, eine unglaubliche Bereicherung sein kann für alle Seiten. Hat es ein Flüchtling heute leichter oder schwerer, dass Sie mit ihm Mitleid haben? Hat sich nichts geändert? Bei mir nicht, nein. Ich habe vorher gesagt, ich frage Sie das später noch einmal. Wann darf man nicht an den Start gehen? Wenn Sie jetzt Ihre Karriere, diese Jahre zurückblicken, weil wir haben so ein paar Mal gestreift, so das Stichwort Vorbild. Worauf kommt es Ihrer Meinung nach oder worauf ist es in Ihrem Leben bisher angekommen, wenn Sie da an einer Weggabelung gestanden sind und sich entscheiden mussten? War das eher der Kopf oder war es eher der Bauch? Unbedingt der Bauch. Nur war es oft schwierig zu wissen, zu spüren, wo ist es jetzt der Kopf, der mitredet und was ist wirklich mein Bauchgefühl. Aber sonst generell plädiere ich sehr für den Bauch bzw. fürs Herzgefühl. Für die weibliche Seite. Na, ich hoffe schon, dass Männer auch Bauch und Herzgefühl haben. Weibliche Seiten, weibliche Komponenten, also wir haben das auch. also das richtige Gespür für eine Entscheidung. Steht eine Entscheidung an? Momentan nicht, nein. Gut, dann danke ich ganz herzlich für das Gespräch, das noch nicht aus ist, weil jetzt hat das Publikum die Möglichkeit, an Petra Kronberger Fragen zu stellen. Danke für Ihr intensives Dabeisein. Ich habe viele von Ihnen hier gespürt, die hier oben gesessen sind. Danke, Petra Kronberger. Danke Ihnen auch. Danke. Bevor die Sonne ganz untergeht. Ja, bitte, da gibt es eine Wortmeldung. Mir ist erst eingefallen, weil Sie gesagt haben, dass Sie nicht gewusst haben, welche Art Meditation Ihnen liegt.
Brauchen Sie noch eine? Haben Sie Interesse daran? Also mittlerweile habe ich sie gefunden. Ah, okay, danke. Ich meditiere seit 14 Jahren. Danke. Ich darf mir vielleicht auch eine Frage erlauben. Welchen Tipp geben Sie Mädchen und jungen Frauen, die in die Situation kommen, so etwas erreichen zu wollen wie Sie? Bin ich noch nie so direkt gefragt worden. Die meisten, die diesen Weg eingeschlagen haben, den Hochleistungsweg, ja. Sport, Musik, ich meine, es gibt so viele Ebenen der Hochleistung. Die wissen eigentlich schon recht genau, worum es geht. Aber natürlich braucht es viel Ausdauer und Disziplin und Geduld. Und neben dem allen aber auch gut auf sich zu schauen und auf das Herz zu hören, was braucht die Person oder derjenige ganz, ganz speziell. Und sich nicht beeinflussen lassen dann von anderen, wenn mein Gefühl sagt und schreit, ich will ja eigentlich das und nicht das andere. Das wäre ganz wichtig, meiner Meinung nach. Darf man eigentlich, wenn man im Leistungssport unterwegs ist, sagen, heute ein Eis oder heute eine Tafel Schokolade oder einmal faul im Liegestuhl liegen? Oder wie oft im Jahr? Also generell bin ich schon eine Befürworterin, dass man sich manchmal was gönnen soll. Ja. Ja, weil sonst sind ja die Mundwinkel bei den Knien. Ne? Ja. Okay, gut, ich bin beruhigt. Was keine Androhung war, dass ich in meinem Alter Leistungssport machen will. Gibt es eigentlich genug Nachwuchs? Ja, schon noch, aber es lichtet sich schon ein wenig. Also man hat jetzt speziell einen Nachwuchstrainer engagiert, der so überhaupt einmal so dieses Bindeglied auch zu den Landesverbänden wird, Männer wie Frauen, Frauen wie Männer, Mädchen wie Jungen, um zu schauen, wo kann man was verbessern, dass wieder mehr junge Menschen zum Skisport gehen und das auch dann durchziehen, diesen Weg. Mhm. Mhm. Bitte. Haben Sie in Ihrem Sport ausüben auch eine bestimmte Diät einhalten müssen? Haben Sie, ich meine, Sie sind sehr schlank. Haben Sie noch einen gewissen Ernährungsgrundsatz? Ja, also es hat zu unserer Zeit immer wieder mal so das Thema Ernährung eine Rolle gespielt, mit unterschiedlichen Ansichten. Manchmal war dann eher so die Tendenz, die zu viel Gewicht haben, die müssen jetzt rapide abnehmen, also beziehungsweise einfach sollen das Abendessen auslassen. Dann war wieder so dieser Grundtenor, esst, was euch schmeckt. Ja. Und heutzutage geht man schon professioneller mit dem um. Aber es gibt auch da unterschiedlichste Ansichten, aber man beschäftigt sich schon mehr damit. Auch die Läuferinnen, die wollen jetzt schon genauer wissen, wann ist es gut, mehr Eiweiß zu sich zu nehmen, nach welchem Training oder wofür sind Kohlenhydrate besser und so. Und auch, dass eine vielfältigere Ernährung stattfindet. Abseits vom Sport sind Sie eine große Kapazität, was Kunst anbetrifft. Jetzt wollte ich Sie fragen, ob Sie in Salzburg, Sie haben ja begonnen, im Domquartier auch Führungen zu machen, und ob Sie das weiter betreiben in der Stadt Salzburg oder überhaupt in Bezug auf Kunstgeschichte? Ich war mit Ihnen nämlich einmal in St. Gilgen und habe mir den St. Gilgener Kunstkreis vor Ihnen
vorführen lassen. Das war so interessant und schön. Jetzt wollte ich wissen, ob Sie in der Richtung weiterarbeiten. Ja, schön, danke für die Rückmeldung. Also im Domquartier selber war ich nicht mehr, weil da bin ich dann schon wieder eher in Richtung Skisport gegangen, weil ich im Organisationskomitee war von Schladming 2013 und so weiter. Aber ich habe also einige, zahlreiche Führungen im Sattler-Panorama-Museum gemacht oder eben auf die Festung rauf. Nur jetzt bin ich komplett weggekommen. Jetzt konzentriere ich mich schon wieder sehr auf die jetzige Tätigkeit für den Skiverband. Wobei das natürlich eine unheimliche Bereicherung ist. So ein komplett anderer Zweig zum Sport. Sich mit Kunst zu beschäftigen, ist, finde ich, ergänzt sich wunderbar. Ne? Ja, in irgendeiner Form schon. Also für mich war das Studium ein... Es ist ja das Skifahren, was Sie betrieben haben, bis zu einem gewissen Grad Kunst. Weil sonst könnten Sie ja viele. Nicht? Ja, kann man so sagen. Aber Sie haben das so gut gemacht. Ich kann mich an dieses St. Gilgen eben erinnern. Das war, als Salzburgerin war für mich das Neuland, was Sie von St. Gilgen da erklärt und erzählt haben. Also es war schön. Wirklich, danke. Wie ist das eigentlich, nutzt die kurze Pause, fährt sich's auf, von wegen Kunst, fährt sich's auf Kunstschnee anders? Naja, die Schneekanonen, ja, ich meine das wirklich so. Ich meine, da ändert sich ja auch was, was die Anerkennung oder die Rezeption von Skisport heute angeht. Wir merken das ja, dass es nicht mehr ein Breitensport ist, sondern aufgrund der Kosten, wenn man das wirklich gerne und nicht nur zwei Tage ausüben will, sondern vielleicht eine Woche Wintersporturlaub machen will, dann muss man da schon ein bisschen Geld zur Seite legen. Die Frage ernst, wie ist das mit den Schneekanonen? Verändert das was beim Skifahren? Muss man anders wachsen? Beim Wachsen, das weiß ich jetzt nicht genau, aber man fährt definitiv auf Kunstschnee anders als auf Naturschnee. Also der Kunstschnee ist aggressiver, der verzeiht da viel weniger Fehler. Ja. Der gerade mit dem Material jetzt, mit dem Carving-Ski, also diese Kombination Carving-Ski und Kunstschnee ist einfach schon etwas, wo du dir kaum mehr einen Fehler erlauben darfst, weil der Kunstschnee zeigt dir das dann einfach sofort auf seine Weise. Und die Pisten sind meiner Meinung nach einfach auch härter. Ja, also mir persönlich war der Naturschnee lieber, oder halt jetzt bin ich einfach die Genussskifahrerin und freue mich sehr über einen halben Meter Neuschnee. Aber es wird wahrscheinlich nicht, wird anderen auch so gehen. Okay. Ja, weil ich hab gelernt, dass jetzt in Kanada die ersten Skipisten, so wie man früher die regulierten Flüsse bei uns wieder zurückbaut, jetzt die Skiautobahnen in Kanada, gibt es die ersten Abfahrten, die wieder auf Muggelpisten, wie sie ursprünglich waren, zurückbaut. Weil diese Schneisen runterfahren, soll ein Genuss sein beim Skifahren. Ja, ich finde, es hat beides was. Ich meine, es ist toll, wenn man Buckelpisten fährt, da kommt man in Bewegung, da bleibt man gelenkig, da trainiert man das Gleichgewicht sehr gut, das ist einfach eine Herausforderung. Und wenn man so eine schöne, frisch präparierte Piste hat und man kann, und es sind noch nicht viele Leute auf der Piste, okay, und man fährt dann diese Schwünge, so wie man es fahren will, das hat schon auch was. Gut, wenn die Touristen nicht wären, bitte. Ja, ich wollte mich als erstes einmal ganz herzlich bedanken für dieses nette, sympathische Gespräch. Und jetzt muss ich eine Episode sagen im Zusammenhang mit der Kunst. Wie ich die Skilehrerausbildung am Obertag gemacht habe, hat der Sergius Pauser, der Professor, immer gesagt, da wir ja während des Semesters hin müssen, gesagt, ja, hoffentlich können Sie dann diese Schwünge, die Sie vielleicht dort lernen, auch in der Kunst ein bisschen mehr herausarbeiten. Also die Chance haben Sie auch noch, gell? Ist gut zu wissen, ja. Gut. Alle wunschlos glücklich.
über das Glück haben wir geredet. Also dann sind wir beglückt. Wenn noch eine Frage offen ist, können Sie sie sicherlich nachher noch stellen, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei den Gastgebern für diesen wunderbaren Sonnenuntergang und diesen wunderbaren Ausblick. Und vor allem danke ich Petra Kronberger für dieses Gespräch. Ihr habt mich wirklich sehr gefreut. Dankeschön. Das ist ganz meinerseits. Vielen Dank. Applaus